Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einem kleinen neuen Video meinerseits und heute mit einer Sache oder einem Thema, wo wir sonst nicht wirklich drüber reden, denn Corona, aktuelle Pandemie findet hier auf dem Kanal so gut wie gar nicht statt. Ganz am Anfang, als die Parks geschlossen wurden, haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Aber ansonsten war es das auch schon und das hat auch seinen guten Grund, denn es geht ja darum, hier auf dem Kanal, dass ihr Spaß und gute Unterhaltung habt und man sich mal ein bisschen ablenken kann von den ganzen elenden Kacknachrichten, die man sich den ganzen Tag reinziehen kann, muss, darf, die einem um die Ohren fliegen, sondern einfach nur, um hier mal wirklich Spaß, Ablenkung, was anderes zu haben. Deswegen ist das hier nie das Riesenthema. Soll es jetzt eigentlich auch nicht sein, aber die Frage ist ja, es gibt immer weitere Lockdowns, immer länger, immer länger, immer länger. Was macht ein Freizeitpark-Fan, Achterbahn-Fan, wie auch immer, denn jetzt in der Pandemie? Was kann man denn so machen? Und da habe ich ein paar Sachen, die wir gemacht haben, Anfang letzten Jahres oder auch jetzt zum Ende des Jahres wieder. Habe ich jetzt ein bisschen nochmal gesammelt, diese Sachen. Und was ziemlich cool wäre, wäre auf jeden Fall auch, wenn ihr noch andere Ideen habt und die unten mit in die Kommentare schreibt und damit anderen Leuten noch Ideen gibt oder auch mir Ideen gibt, was man sonst noch so machen kann. Sind alles nur Ideen, Inspirationen und alles Sachen, die eigentlich soweit nur auch online möglich sind. Heißt über Skype, Zoom oder sonstige Videokonferenzportale oder von mir aus auch Discord, wenn ihr dann halt ohne Videocall, sondern nur mit dem Quatschen das Ganze machen wollt. An dieser Stelle sei vielleicht auch nochmal erwähnt und unterstrichen, es gibt keinen Ride Review Discord Server. Es gibt keinen, es wird auch keinen geben. Und außerdem gibt es auch kein privates Profil von mir auf Instagram. Also es gibt kein Dennis Brokop Instagram Profil mit meinem Foto, das von mir ist. Das sind Fake-Profile, nur damit ihr da auch informiert seid. Sollte euch jemand mit diesem Profil angeschrieben haben, gerne mal Screenshots schicken, dann geht das Ganze nämlich direkt zur Polizei. Ansonsten kann man sich ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ja untereinander hier verabreden und dann zusammen irgendwie online sowas spielen oder machen oder tun, je nachdem, was jetzt gleich alles so kommt und was vielleicht was für euch ist. Als erstes natürlich, was man am besten machen kann, ist Ride Review Videos gucken. Es gibt ja weit über 2000 Videos hier auf dem Kanal. Guckt euch die alten besser nicht an. Nein, aber da auch ein bisschen Spaß im Rande. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, die man jetzt machen kann und ganz viele Sachen nachholen kann, denn es kommt ja jeden Tag um 8 so ein neues Video. Zweite Möglichkeit, die man jetzt machen kann, ist auch eine kurze, temporäre Sache und zwar am 30. Januar, also nächste Woche Samstag, findet die FKF-Convention online statt. Die FKF-Convention wäre an dem Wochenende auch gewesen, 2 Tage lang, aber das Ganze findet ja bekanntermaßen pandemiebedingt nicht statt und es gibt die FKF-Convention online. Müsst ihr euch für anmelden, registrieren und macht das gerne. Ich bin auch am Start und würde mich auf jeden Fall freuen, aber auch für den einen oder anderen bestimmt ziemlich cool, gab auch schon extra Video zu dem Thema, aber das sind ja jetzt so aktuelle, temporäre Sachen, naheliegende Sachen. Eine Sache, die wir gemacht haben, was man jetzt wirklich online mit mehreren spielen kann und das haben wir analog vor Ort euch schon mal gezeigt in einem separaten Video, ist das RCD Bingo. Rollercoaster Database öffnet man, jeder öffnet diese Seite, refresh und es gibt immer auf der Startseite eine neue zufällige Achterbahn. Wenn man diese gefahren ist, hat man quasi ein Bingo, hat einen Punkt. Und wir haben das jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder gespielt mit ein paar Freunden. Wir haben dann eine Glocke, die geläutet wird, alle refreshen dann an diesem Punkt. Und Uschi hat uns alle wieder mal haushoch abgezogen. Kann man auch natürlich dann, also ich bin der Meinung, es funktioniert auch, wenn man unterschiedlich hohe Counts hat, aber also wir haben es wirklich immer so gemacht, aber es haben auch schon Leute Kommentare geschrieben, wo man zum Beispiel Faktoren da reingeschrieben hat, die man dann ausrechnen kann, wo man dann nachrechnet, wer muss denn wie viele Bingos haben, damit das im Verhältnis steht zu den Counts, die man hat. Dann als viertes, eine Sache, die wir auch ein paar Mal gemacht haben, ist Montagsmaler. Das ist über die Scribble-Seite und das Ganze war dann halt, wir waren im Videocall und nebenbei hat man dann diese Seite auf und dieses Spiel auf und malt dann, also einer kriegt einen Begriff angezeigt, malt diesen, die anderen müssen den erraten und das Ganze macht man natürlich dann da random mit irgendwelchen Begriffen, die vorgeschlagen werden. Man kann aber auch seine Spielrunden mit eigenen Begriffen füllen, muss man sich vorher vielleicht mal eine lange Liste machen von Sachen, die man da reinpackt. Das haben wir auch schon gemacht, dann haben wir halt alles Begriffe aus Achterbahn, Freizeitparks, Kirmes, Welt genommen, die da reingeschrieben und dann
muss derjenige welcher die malen und man muss die erraten. Eigentlich auch ganz lustig, vor allem wie manche Sachen dargestellt werden. Das hat auf jeden Fall auch Bock gemacht. Dann, was wir euch hier auch schon öfter analog gezeigt haben, könnt ihr nämlich, Achtung, Werbung, kaufen bei uns im Shop, ist das Stadt-Land-Freizeitpark. Das bekannte Stadt-Land-Fluss, wie ihr es kennt, aber abgeändert mit Freizeitparks, Achterbahn, Fahrelemente, Branchenpersönlichkeiten und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Kategorien, das haben wir halt hier auch schon gespielt in verschiedenen Videos. Das kann man, wenn jeder jetzt so einen Zettel hat oder einen Block hat davon, super machen, dass das jeder da drauf macht auf Papier und man im Videocall ist. Aber das gibt es natürlich auch als Online-Spiele, gibt es auch verschiedene Anbieter, das haben wir auch schon gemacht gehabt und ist auf jeden Fall auch lustig. Ich fand es immer cooler und lustiger, das mit dem Stift und Papier, dann bist du auch ein bisschen schneller unterwegs. Ist immer eine Mordsgaudi und so oft ein, ah, stimmt, ah, ja, habe ich vergessen und ah, wie naheliegend, haben wir gerade erst drüber gesprochen. Als sechstes wäre Achterbahnmodelle bauen. Auch erstmal Werbung nochmal kurz in eigener Sache. Wir haben ja im Shop bei uns unten ride-review.freizeitpark.de diese Coaster-Cutouts, also Achterbahnmodelle aus Holz, einzelne Wagen und ganze Züge. Und die haben auch schon in mehreren Videos hier aufgebaut. Dann gibt es aber auch unten im Shop noch die Nano Coaster. Das sind ganz kleine Achterbahnen aus Metall, die ihr dann zusammensteckt. Aber zum Beispiel hat auch Lego seine eigenen Achterbahnen. Und da gibt es aber auch eine viel coolere Variante. Denn es gibt Leute, die bauen echte Achterbahnen, Wagen, Züge aus Lego nach. Zum Beispiel checkt ihr dafür dann auf Instagram mal Brick the Kicker. Und dann gibt es, glaube ich, komplette Brickling-Listen und Aufbauanleitung. Also ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich habe von dem ganzen Lego-Kram keine Ahnung. Und dann könnt ihr euch eure Achterbahn, die ihr geil findet, zu Hause komplett nachbauen. Und das wäre auch eine Beschäftigung jetzt für die Zeit, wo man abhängt und nichts zu tun hat. Ja, und ansonsten war es das erstmal mit diesem Video von mir, mit diesen sechs Sachen, die ich euch jetzt einfach mal so mit an die Hand gebe. Und bin sehr gespannt, was ihr noch so macht oder Ideen habt oder Vorschläge habt, was man noch so machen könnte und das gerne unten in die Kommentare schreibt, das mit uns teilt und vielleicht inspiriert ihr auch den einen oder anderen auch irgendwie was zu machen. Ist auf jeden Fall mal was anderes und man muss ja gucken, wie es weitergeht. Ne? Ansonsten war es das von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro, ist Ride Review Video Magazin. Peace.